Ja, moin zusammen. Ja, Mercedes. Jetzt haben wir noch ein Thema bei dem Auto. Zündung. Blinker. Rastet nicht ein, ne? Ja, manchmal schon. Da gar nicht mehr. Lichthupe geht. Wischer. Erste Stufe ist die Automatik. Zweite Stufe geht. Aber was wir jetzt nicht hören, die Düse, ach die Scheibenwaschpumpe. Jetzt können wir den Punkt suchen, wo wir eventuell noch Kontakt kriegen. Werden wir aber nicht finden. Ja, der Lenkwinkel, ach, Lenkwinkel wollte ich. Ich wollte schon Lenkwinkelsensor sagen. Der Lenkstockhebel ist im Eimer. Und zwar habe ich da schon mal was vorbereitet. Der ist nagelneu. Und zwar sind das diese Kabel hier, die irgendwann brechen. Jetzt der Kontakt zum Wischer, ne? Das hätten die echt mal innen machen können. Das sind praktisch die für diese Dreheinheit, ne? Der Wischer wird ja angedreht, ne? Und der Kontaktschalter hier ist das blaue Kabel. Ja, ich meine, ich hätte mal einen auseinandergenommen, das wäre das blaue Kabel gewesen, also der Kontaktschalter für den Druck. Ja, das löst sich irgendwann auf und dann funktioniert da gar nichts mehr. Ja, ist natürlich TÜV-relevant. Und wir wollen jetzt zum TÜV. Das war auch mal so ein kleiner Hinweis bei der ersten Untersuchung. So, Zündung aus, Schlüssel raus. Ist das Lenkrad blockiert? So, was wir jetzt als nächstes brauchen, etwas weniger Airbag. So. Und da, mal gucken, ob wir da überall dran kommen. Hundertprozentig zeigen werde ich es nicht. Ne? Ich habe einen Schein, ihr wahrscheinlich eher nicht. Also Sprengstoffschein für, ne? Airbag. So, erstmal Haube aufmachen. Ja, am Ende hilft das keinem weiter, wenn ich jetzt sage, okay, ihr braucht unbedingt einen Sprengstoffschein, lasst das sein. Ne? Die meisten machen es trotzdem. Aber wie gesagt, ich werde einige Dinge weglassen. Also keine Anleitung, nagelt mich nicht drauf fest. Ne? Von daher, da ist die Batterie. Wir nehmen den Minuspol. So, den verstecken wir schön unter der Batterie, dass er gar nicht wieder da oben drauf kann. So, und jetzt müssen wir, Mercedes sagt, glaube ich, 25 Minuten. Ich warte lieber eine halbe Stunde, bis sich alles leer gezogen hat. Stromtechnisch gesehen. Ich mache jetzt auch noch das Licht an. Ja. So. Licht an. So, jetzt kann sich alles schön in Ruhe leer ziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, aus rechtlichen Gründen darf ich nicht zeigen, wie man das Ding entfernt. Aber erklären kann ich es ja. Also die beiden Schrauben hier. Auf der Rückseite, da sieht man die Öffnung, ja. Das sind T30. Dann nur als Tipp, ist keine Anleitung, ist ein Tipp. Ja. Wenn ihr den Airbag ausbaut, vor allen Dingen den Stecker hier, weil das ist der vom Zünder, ne, vom Steuergerät, ein Fuß draußen auf der Erde, sich selbst erden. Ja. Keine Synthetikklamotten tragen und sich nicht in die Luft sprengen. Das ist die Hauptsache. Nicht in die Luft sprengen. Und vor allem den Airbag nicht ins Gesicht kriegen, das ist total uncool. Vor allen Dingen, weil die Unterseite vom Airbag extrem, extrem hautunfreundlich ist. Echt jetzt, so viel Metall im Kopf wollt ihr nicht haben. Oh, das hier ist ein 10er Imbus. Ne?
schönes, dickes Ding. Ne? Das kommt zur Seite. Jetzt können wir das Ding gerade abnehmen. Auf die Stecker aufpassen. Vorsichtig da rausfädeln. Ja, gleich wieder verriegeln. Diese Laschen hier verriegeln den Stecker. Ne? So, der erste, der zweite. So, Lenkrad ab. Das hier ist der Lenkwinkelsensor. 10er Torx. Jetzt sieht man, die Löcher stimmen überein. Ne? Hier sieht man auch die Montagerichtung. Ist auch hier schon mal ganz gut eingezeichnet. Ne? Der Pfeil da drauf, so wieder einbauen. Ja. Ihr könnt ein bisschen hier rüber, wie man sieht, dann decken die Schrauben. Ne? Ist ein T10. Wenn ich mich jetzt nicht vollständig irre. Ja. Ja, ist 15, kein Wunder. Das müsste ein T10 sein. Leiser. Die Schrauben bleiben natürlich drin. Ne? Kaputter Lenkwinkelsensor gleich teuer. Ne? Also aufpassen. Ja. Los. Auch los. Dritte Schraube. Sitzen. Dann muss man den von hinten raushebeln. Wie gesagt, vorsichtig, ne? Lenkwinkelsensor ist teuer. Ich muss mal kurz raushebeln. Also wie gesagt, vorsichtig raushebeln. Ne? Das ist lieber dreimal drum rumgehen und hebeln, bevor ihr das Ding kaputt macht. Das wäre extrem uncool. Das ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Geduldsspiel. Ne? Vor allen Dingen das hier unbeschädigt da rausfusseln. Ne? Da sitzt da drin. Ne? Deswegen ganz vorsichtig ein paar Mal drum rumgehen mit dem Schraubendreher und vor allen Dingen darauf achten, dass man hinter dem Plastik bleibt. Ne? Und jetzt nicht verdrehen großartig, einfach so weglegen. So. Nochmal angeschaut. Einmal kurz hier hinter ein bisschen gehebelt. Dann den Tempomathebel. So. Dann habt ihr den Kladderadatsch auch draußen. Auch so wie es ist, einfach weglegen. So. Jetzt haben wir hier den Hebel, der nicht mehr einrastet, man sieht es hier. Und die übliche Wackelei, weil das Ding nicht richtig festgezogen ist. Er hat schon mal einen neuen gekriegt. Seht ihr das? Haben sie nicht richtig festgezogen. Komplett lose. Also der letzte, der hier was eingebaut hat, hat Blödsinn gemacht. Und hat die Schraube nicht durchgezogen. Und wenn ich mich nicht irre, ist das auch nicht die richtige Schraube. Ist eigentlich zu lang, ne? Nee, nee, doch nicht. Ist die richtige. Aber nicht angezogen. Hm. Warum auch immer.
Die Hülse hier. Hier ist so eine kleine Messinghülse. Ne? Die müssen wir gleich auf dem neuen haben. Die legen wir schon mal weg. So. Diese Umrandung hier, die sitzt zusammen mit dem Hebel. Ne? Sind jetzt von hinten verschraubt. Das setzen wir jetzt gleich auf den neuen drauf. Dann hat sich das. Ne? Also hier drin. Ich glaube 10er sind das, 10er Torx. Das bauen wir jetzt auf den neuen Hebel drauf und dann geht das gleich weiter. So, wie man hier sieht, alles wieder vormontiert. Alles wieder schick aus. Mal gucken, dass die Schraube da reinkriegen. Und diesmal zur Abwechslung mal festziehen. Was haben wir denn hier? 30er? Nee. Glaub nicht. Muss ja jetzt nicht wackeln. Ne? Bestehe ich ja jetzt nicht drauf. Abwechslung wackelt nämlich die Hülse mal nicht. Das ist ja schon schön, wenn das hier mal funktioniert. Ich ziehe das noch mal in Ruhe nach. Aber erstmal, bevor ich das wieder vergesse, kommt dieses Ding hier drauf. Vergesse ich nämlich gerne und kann dann wieder alles auseinandernehmen. Lenkrad. Viel falsch machen kann man ja nicht. Na, Leitungen sind wieder drin. Jetzt kommt die große Schraube. Festhalten. So. Das sollte reichen. Da ist sie wieder. So, Airbag-Einbau zeige ich nicht. Aber wie gesagt, ne? Ein Fuß raus. Keine Synthetikklamotten tragen. Ne? Den Stecker hier vorher entriegeln. Bedeutet raus, hier auch raus. Ja, wie gesagt, ich werde es nicht zeigen, darf ich auch gar nicht. Sucht euch einfach einen, der das Ding ausbaut. Das ist im Zweifel immer die bessere Lösung. Ich habe es jetzt hier gezeigt. Bis auf den Ein- und Ausbau, umgekehrt Aus- und Einbau. Aber sucht euch lieber jemanden, der das auch darf. Ne? Wie gesagt, so ein Airbag kann verdammt hautunfreundlich werden. So, wir können die Batterie wieder ansetzen. So. Licht ist natürlich immer noch an. Fest. Kasten. Unten einhaken.
Naja, ergibt sich eigentlich von selbst. So, der sitzt auch wieder drin. Gut, Klappe zu. Es piept. So. Aber mal gucken. Ich setze mich jetzt absichtlich nicht rein. Normalerweise mache ich das von der Beifahrerseite aus. Funktioniert. Bäh. Definitiv. Ja. Airbag etc. machen wir jetzt. Warnleuchte ist natürlich immer noch an. So. Ah, er fokussiert auch mal. So, jetzt funktioniert natürlich nichts, ne? Gar nichts. Ja, mal gucken. Der Gerät einstecken. Ich hoffe, ich treffe das jetzt mal auf Anhieb. Natürlich nicht. Wieder falsch rum. So. Piep, piep heißt, bedeutet, er hat es geschnallt, wo ich hin will. Das bleibt natürlich nie aus, ne? Jetzt den Motor starte. Alle anderen Warnleuchten sind relativ aus. Mal gucken, ob er jetzt wieder angeht. Eine Störung. Okay, Lenkwinkelsensor hat sich schon mal erledigt. Aber Airbag hat sich abgeschaltet. So, dann machen wir mal. Mercedes. Manuell auswählen, das dauert mir zu lange. So, wir haben einen W203 C-Klasse. Das hier ist einer Biss. Karosserie. Airbag, da, mein Gott. So, jetzt mache ich den Motor erstmal aus. Zündung einschalten. So, DTCs lesen. Widerstand, Zündkreis, Widerstand, bla bla, ja. Klar, Lenkrad war ja auch raus. Fehlerspeicher löschen. Ja. Zündung ausschalten. Muss 10 Sekunden warten. Das ist bei Mercedes halt so. Zündung einschalten. Fehlersprecher löschen abgeschlossen. So, nochmal. Da ist nichts hinterlegt. Da kommen keine Fehler. Perfekt, dann haben wir das. You could
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change. So, jetzt machen wir bei der Hauptuntersuchung. Bin sogar noch auf dem Hof. Ja. Das, was ich dem guten Mann gesagt habe, die Reifen vorne sind tot. Durch die kaputte Achse. Ne? Feststellbremse kann ich noch eben nachstellen, das ist nicht das Problem. Übertragungsanlage, Bremsleitung hinten rechts und links. Scheinwerfer und sowas, alles in der Richtung. Ja gut, das kriegen wir hin. Ja. Ja, entweder nimmt er den Wagen jetzt zurück, er hat jetzt einen Monat Zeit, ne? Ab heute. Oder das Wichtigste ist gemacht. Ne? Das bisschen, was jetzt da noch dran ist, das werden seine Werkstätten ja wohl auf die Reihe kriegen, hoffe ich. Aber er braucht sein Auto, ne? Und er hat jetzt einen Monat Zeit, um das zu reparieren. Also von daher, das ist jetzt nun wirklich nicht mehr viel. Ne? Er hat die Sommerreifen, glaube ich, noch zu Hause. Das sollte jetzt erstmal reichen, also für den Winter braucht er auf jeden Fall neue. Ja. Gut. Das war's dann erstmal. So, jetzt gucken wir mal. Das Getriebe ist komplett wieder fertig. Keine Fehlermeldung mehr. Der Unterbau vom Motor ist neu. Ist ein neuer Block reingekommen. Ne? Dann wollen wir mal gucken. Für einen 220er nicht schlecht. Ne? Turbolader haben wir dann auch gleich einen anderen reingesetzt. Hat komische Geräusche gemacht, fand ich ehrlich gesagt. Dann der Zwischenspurt ohne Kickdown. Zieht einwandfrei durch, schaltet vernünftig. Bremse. Auch schön. Ja, finde ich gut. Die zwei, drei Mängel noch weg und dann läuft er die nächsten 10 Jahre wieder. Ja, der Sonnenuntergang versteckt sich heute. Aber Hasi ist unterwegs. Hallo Hasi. Ja. Hasi hat mal nach dem Rechten geschaut. Ja, Sonnenuntergang fällt heute so ein bisschen aus. Gut, was haben wir? Herr Mercedes war jetzt beim TÜV. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Ne? Die Reifen, habe ich gleich gesagt, gut. Das hilft auch nicht, wenn er Sommerreifen zu Hause hat. Das hilft nicht. Die müssen nur mal drauf sein bei der Prüfung. Ja. Der Wagen läuft wieder, der Wagen fährt wieder, der Wagen schaltet wieder vernünftig. Druck hat er ordentlich. Die Frage ist jetzt, wie machen wir weiter? Ja. Entweder holt er das Ding ab oder er hat einen Monat Zeit, das ist ja Pillepalle, ne? Ja. Den Scheiß eben zu machen und hat das Auto dann bei sich. Ich hoffe, er hat wirklich Sommerreifen noch zu Hause. Oder... Ja, ich habe ehrlich gesagt, ja, ich würde es auch machen, ist nicht das Problem. Ne? Aber die Begeisterung lässt doch irgendwann mal nach für so ein Auto. Ja, nicht mal, wenn es das eigene wäre. Ich sag ja, ich will einfach keine moderneren Fahrzeuge mehr haben. Das ist, ja, die nerven mich. Ja, kann ich alles, aber nervt trotzdem. Ne? Gut, dann würde ich sagen, das Wochenende steht vor der Tür. Versucht es zu treffen. Bis zum nächsten Video.